Hallo Leute, mein Name ist Martin Girl und heute gibt es das Frage-Antwort-Video Nummer 1. Ich hoffe, da folgen noch viele, weil ich diese Art von Videos einfach sehr lustig finde und ich hoffe, ihr auch. Und deshalb fangen wir doch gleich mal an. Luca De Marino fragt: Wann machst du das Video, in dem du erklärst, was man mit Belts noch machen kann? Also Belts sind diese Wrestling-Gürtel. Ich weiß jetzt nicht so richtig, auf was er hinaus will, denn was soll man großartig mit den Dinger machen, außer sie an die Wand zu hängen, zu kuscheln und sie lieb zu haben und wie ein Kind. Ich sag einfach mal bald. Denn, ich denke mal, du meinst so Sachen, wie man die noch modden kann, also was man noch aus den Sachen rausholen kann, oder keine Ahnung, mit neuen Diamanten, also mit neuen Steinen drauf und einem möglichen Schnickschnack. Das geht, das werde ich auch noch zeigen, kommt alles irgendwann. Werder Bremen 01 fragt: Machst du irgendwann eine Roomtour? Das haben ganz viele gefragt. Und irgendwann werde ich das sicherlich machen. Das Problem dabei ist einfach nur, wenn ich das jetzt schon mache, dann spare ich mir ja im Prinzip damit die nächsten, weiß ich nicht, 20, 30 Videos, in denen ich euch irgendwas zeige, weil dann kennt ihr es ja schon, habt das ja schon gesehen. Das ist ja keine Überraschung mehr. Also, dann spoilere ich ja mich selbst oder euch in dem Fall, das weiß ich nicht. Also werde ich sicherlich irgendwann mal machen, aber nicht in naher Zukunft. DJ Pfarrhofer fragt: Wie bist du ein WWE-Fan geworden? Ich habe ja schon mal in einem Video erzählt, dass ich der Meinung bin, dass jeder Mensch WWE-Fan ist, es bloß noch nicht weiß oder es einfach nicht kennt. Und im Prinzip ist das auch das große Geheimnis. Ich habe einfach irgendwann den Fernseher angemacht und da kam Wrestling und ich fand es einfach nur geil, was da lief und wollte das nächste Mal wieder gucken und 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 so weiter. Und jetzt bin ich Fan fürs Leben. Zu doll Fan. Viel zu doll Fan. Nikola Illich, würde ich es jetzt einfach mal aussprechen, fragt: Martin, wo kaufst du eigentlich Wallhanger für die Titel? Dazu kann ich euch sagen, im Moment brauche ich das noch gar nicht, weil ich noch zwei habe. Aber an sich kaufe ich die Dinger bei, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Paul Martin, der Typ baut Championships um und macht unter anderem halt auch diese Wallhanger und die kosten bei dem auch bloß 10 Euro und ein paar Hunderte. Müsst ihr mal auf paulmartinbelts.com gehen, der hat jetzt glaube ich eine eigene Website, oder auf Facebook Paul Martin Belts eingeben, dann schreibt ihr dem Typen einfach mal eine Nachricht, dass ihr ein paar Wallhanger braucht. Ihr könnt auch sagen, für welchen Titel, weil der weiß halt auch die Abstände, der hat auch 1000 Titel, so wie ich. Und weiß halt auch, dass dieser Abstand hier nicht bei jedem Wrestling-Gürtel gleich sein sollte. Aber wie gesagt, ich habe hier noch zwei rumliegen. Und ich habe auch noch drei Titel, die nicht an der Wand hängen. Ich brauche, glaube ich, einen neuen. Nico Röder fragt: Wann würde denn so das Frage-Antwort-Video kommen? Jetzt! Und Frage für das Video: Würdest du ein Fan-Treffen machen? Ja, das mache ich. Zu jedem Auftritt, den ich in ganz Deutschland immer habe. Also wenn ich irgendwo gebucht bin, dann sage ich das natürlich auch in meinen Videos und würde es dann auch extrem cool finden, wenn ihr da alle hinkommen würdet und ordentlich für mich Party machen könntet. Bei unseren Shows ist es eigentlich so, dass ich nach der Show auch noch rausgehe zu den Fans. Da könnt ihr mit mir auch noch, keine Ahnung, eine Runde quatschen. Und weiß ich aber nicht, wie das andere Veranstalter machen. Wir machen es halt so, bei anderen gibt es da vielleicht weniger die Möglichkeit, muss man halt sehen. Aber mein Fantreffen ist im Prinzip immer, wenn ich irgendwo in Deutschland ein Match habe. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die Gamescom. Denn ich denke mal, auf der Gamescom werden auch ganz viele Leute von euch sein. Und das letzte Mal war es so, dass ich mit meiner Liga auch Tickets hatte zu so einem 2K-Event, wo halt WWE 2K14 besonders vorgestellt wurde. Man konnte das da extra zocken. Und da hatten wir Karten für das Event. Ich hoffe, das wird dieses Mal auch wieder sein. Also ich werde mich mit 2K noch in Verbindung setzen, ob die ja irgendwas machen, damit ich da vielleicht hinkomme und über das neue WWE-Spiel auf meinem YouTube-Kanal berichten kann. Und das Ganze wird sich in den nächsten Wochen erst noch rausstellen. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, werde ich vielleicht da auch gar nicht sein, weil es ist von mir aus gute 4-5 Stunden Autofahrt und weit halt.
Und deshalb werde ich da auf jeden Fall überlegen. Aber wenn 2K wieder so eine Geschichte macht und mich vielleicht einlädt oder sowas, also da wäre ich auch nicht böse drum. Von der Seite aus werde ich dann wahrscheinlich auch der Gamescom sein. Und ihr könnt mich da natürlich auch treffen, Fotos machen. Wie ein Star. Robin23Click hat mir mehrere Fragen geschickt. Und zwar, wie wäre ein Tag-Team mit Batista und Brock Lesnar? Meiner Meinung nach extrem langweilig, weil es wäre ja bloß, keine Ahnung, die würden sich gegenseitig nur anschreien und ja, wrestlerisch, glaube ich, ist da auch nicht so viel rauszuholen. Es wäre natürlich ein Powerhouse-Team, aber ich glaube, ziemlich unnütz, gerade in der heutigen Tag-Team-Szene, glaube ich, eher sinnfrei. Dann schreibt er noch, wie oft ich glaube, dass der Undertaker noch bei WrestleMania dabei sein wird und ob er jemals verlieren wird. Ich glaube, er wird es nicht mehr allzu lange machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich denke allerdings, dass sich die Streak nie beenden lassen wird. Also ich glaube nicht, dass Brock Lesnar es schafft. Ich glaube nicht, dass ein John Cena es vielleicht nächstes Jahr schafft. Ich glaube, niemand wird die Streak beenden und damit wird die Karriere auch irgendwann beendet sein vom Undertaker. Und dass er für immer in die ja, WWE-Geschichte als Unbesiegter bei WrestleMania eingehen wird. Ich glaube nicht, dass sie dieses ganze Ding einfach irgendwann kippen werden. Und letzte Frage von ihm, würdest du gegen eine WWE-Diva antreten? Das ist eine extrem schwierige Frage. Denn auf der einen Seite sage ich, okay, egal ob die Diven jetzt wrestlingtechnisch etwas schlechter sind als die Superstars, denke ich mal an meinem aktuellen Standpunkt in meiner Wrestling-Karriere, der ja noch extrem am Anfang ist, glaube ich, könnte ich trotzdem extrem viel von einer WWE-Diva lernen. Kommt auch an welche. Mit Paige würde ich ganz andere Sachen machen als im Match. Aber mit anderen vielleicht eher weniger. So, und das war's fürs Erste mit den Fragen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch mehr Fragen an mich, die ihr mir stellen könnt. Schreibt die alle mal in die Kommentare. Dann habe ich das alles kompakt und weiß ganz genau, okay, das gehört zu dem nächsten Frage-Antwort-Video. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn so ist, gebt mir einfach mal einen Daumen hoch. Hier drüben findet ihr jetzt noch einen Link zum Abonnieren und einen Link zu meiner Facebook-Seite. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal Gefällt mir drücken. Da schreibe ich auch mal jeglichen schönen Kram über Wrestling rein. Und unter mir findet ihr jetzt noch zwei Videos, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und ja, weitere Links zu Social Media, zu Instagram, zu Twitch TV findet ihr in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Ciao.